So, geil, Schnittchen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deus Ex. Ah, da will ich immer noch nicht rein, wenn ich ganz ehrlich bin. Eigentlich ist mir der kleine Raum scheißegal. Wir sind... Oh, geil. Zeigen Sie mir Ihre Papiere, Detektor. So, eine Sekunde. Cut. Na, komm. Genau, ich habe hier oben einmal noch... Immer noch am Helipad-Miller treffen. Treffen. Und ich habe hier Future Past. So wie er mich vorhin angeglotzt hat. So. Der Typ kommt mir bekannt vor. So ein bisschen. Aber bevor wir das machen, jetzt bin ich nämlich ein Arsch. Fußgängerbrücke rechts rum. Das ist jetzt nichts Persönliches. Weil ich meine, das wäre quasi was Persönliches gegenüber mir. Das sag ich dazu. Haben Sie den Besitzer erreicht? Nein. Noch nicht. Kann er in seinem Geschäft gewesen sein? Nein, die Feuerwehr sagt, der Laden war leer. Die scheiß Ostwehr ist zufrieden, wenn die ganze Stadt brennt. Das ist hier ein klarer... Bleiben Sie zurück, wir versuchen hier den Tatort zu sichern. Okay. Hier sieht mich keiner, wa? Alle Zeugen sind verpflichtet, sich unverzüglich zu melden. Ich will mal ganz kurz sagen... Wenn dieser Suffkopf noch ein Wort sagt, verhafte ich ihn. Ich wusste, das passiert wieder. Nähere mich dem Verdächtigen. Er nimmt die Treppe. Sollten Sie Informationen haben, melden Sie sich. Aber gehe voraus. Wer ist denn der Typ hier? Kein Stress, okay? Wieso schießen die auf mich? Der sieht nach Ärger aus. Ein Techno weniger, der Ärger macht. What the fuck? Das hab ich nicht verstanden, warum die mich weggeknallt haben. Ich hab doch quasi nur geholfen, oder? Also beziehungsweise stand da in der Nähe und wollte mir das Ganze angucken. Und den einen Typen mit umnocken. Faszinierend. Für die gewalttätigen Wichser. Das wird halt sein. Hey Sie, wir haben drin Multitools im Angebot. Hier, Herr Freund, ich hab was du brauchst. Vielleicht Interesse an Hacking-Software? Stimmt, er war der. Versuchst du das? Nur bei dir. Ich. Komm, das Gespräch habe ich schon 100 Mal gehört. So, handeln. Sicher. Das ist fantastisch. So, muss ich nämlich gar nicht so weit laufen. Könnt ihr die Waffen und so einfach hier verticken. Und gewährt, ob ich das mal umtauschen soll gegen Standardgewehr. Taktische Schrotflinte, die wollen wir auf keinen Fall. TS-Munition, Schockgranate, die behalten wir. Absinth, Pistolenmunition, weg. Weg, Absinth weg. Standardgewehr-Munition. Wenn ich Standardgewehr-EMP-Munition noch habe, dann behalte ich die. PB-Standardgewehrmunition, Personenbrecher, Maschinengewehrmunition, und Waffen, und das ist elektrische Pistole, Schockgranaten, MP-Granaten. Okay, wir müssen trotzdem mal ganz kurz hier raus gehen. Schon lange hier? Ich erst seit letzter Woche. Es tut uns furchtbar leid, aber... Umdrehen. Haben Sie vielleicht Interesse an Hacking-Software? So. Was ist denn? Darunter. Und hier ist dann Michael. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz vorbei. Ich habe weitere Blütchenhalter freigeschaltet. Das ist eigentlich cool. Hey! Hey!
Komm! Hast. So. Und handeln. So, jetzt gucken wir mal. Ich hätte gerne Munition. Und zwar Revolver, Standardgewehrmunition, Präzisionsgewehrmunition, Scharfgewehr, EMP-Schrotmunition, PB-Standgewehrmunition, Panzerabbrechend heißt PB. Okay. PB-Gefechtsgewehrmunition, EMP-Maschinengewehrmunition. Sehe ich das richtig, dass es EMP-Schrotmunition gibt, aber keine. Oh, cool. Lanzgewehr. Ne, war nicht. Maschinenpistole, das ist die, die ich habe. Scharfschützen. Das ist die, die ich auch die ganze Zeit besitze. Devastator Schrotflinte. Ich finde die Schrift ist super schwer zu lesen, auch dort mit Präzision zum Scheiß. Monovisier, Schalldämpfer. Das Lanzgewehr. Okay, das heißt, wir verkaufen das Standardgewehr wieder. Weil, wenn wir es richtig sehen. Braucht halt keine Sau, wa? So, der kann auch noch weg. Was ist das nochmal? Genau, das Tesla. Die behalten wir auch. Die können noch weg. TS, der Stammprozessor. Die Schrotmunition. Der Nitharither. Und dann Präzisionsgewehrmunition. Dann haben wir alles, oder? Ja. Ja, wunderbar. Hab ich doch schon entschieden. Ja, so. Auf geht's. Treffen wir mich? Hey. So. In 80 Metern treffen wir mich bei Future Past. Genau, recht so. Obwohl ich augmentiert bin, kann ich nicht so mega krass lange rennen. Das denke ich mir immer wieder. Future Past. Erstmal gucken, was ich klauen kann. Willkommen bei Future Last. Wie kann ich Ihnen helfen? Tja, so sieht das nämlich aus. Gucken wir mal, ob wir da runterkommen. Das hat sich selbst nicht wie meine. Alter! Ich bin verarscht worden! Probenstoff verstoppen! Nochmal! Nice! Ich bin ganz ehrlich, an dieser Stelle weiß ich jetzt schon ein paar Sachen. Ich könnte mal ganz kurz laden. Damit ich mir den einen Wurmstopper sparen kann. Mir kann echt so ein leichter Schnupfen erwischt. Und meine Stimme in dem Spiel. Boah, Alter, jetzt wird's mega kompliziert gleich für euch, ja? Wenn ihr mich selber hört. Egal, so. Willkommen bei Future Last. Wie kann ich Ihnen helfen? Bam. Willkommen bei Future Last. Oldies sind Goldies. Ich suche ein Gerät, das eine alte Disk lesen kann. Schon nice. Wow. Sowas habe ich zuletzt beim Ausräumen von Omas Apartment gesehen. Retro Revival. Stimmt's? Die werden seit 40 Jahren nicht mehr hergestellt. Was Sie nicht sagen. Wo haben Sie sie denn her? Wenn die Frage erlaubt ist. Oma will ihre Disk unbedingt lesen. Ich frage nach. Warum wollen Sie das wissen? Ach, nur so. Ich folge den Vorgaben des Kundenservice von Future Last. Offene Fragen. Sie verstehen? Vorgaben von Future Last, hm? Also dieser Reader. Ja, ja, ja. Hören Sie, wie ich schon dem anderen sagte, Datenreader sind heutzutage echte Sammlerstücke. Super selten. Und nur hier gibt es sie zu kaufen. Deshalb muss ich Sie warnen. Es könnte teuer werden. Aber keine Sorge. Sie werden Future Last nicht unzufrieden verlassen. Wovon nice. Future Last. Hm. Erzählen Sie mir von Ihrem Geschäft. Haben Sie sich umbenannt? Besitzerwechsel? Nicht, dass ich wüsste. Das ist eine seltsame Frage. Future Last. Ich bin sicher, so steht es auch draußen. Sie
wollen einen Reader, richtig? Genau wie der andere. Das mache ich. Future Last, so heißt der Laden nicht. Und wenn Sie hier arbeiten würden, wüssten Sie das. Woher? Oh Mann, falls ich Sie beleidigt habe... Wer sind Sie? Mein Herr, ich arbeite hier bei Future, wie immer es heißt. Und ich will unser gemeinsames Speicherdisk-Problem lösen. Das ist nämlich mein Job. Wissen Sie, alles, was Sie brauchen und suchen, wartet unten im Keller auf Sie. Dafür habe ich gesorgt. Sounds like a trick. Was wissen Sie über die Disk? Warum ist sie so begehrt? Wegen dem, was drauf ist. Aber darüber dürfen Sie nichts wissen. Und ganz ehrlich, ich auch nicht. Ich habe die Spielchen satt. Das sind keine Spielchen. Das Beste an meinem Job sind die Gespräche mit Kunden. Und Sie wollen mich offensichtlich besser kennenlernen. Bevor wir uns also ums Geschäft kümmern, raten Sie doch mal. Ich bin neugierig. Was glauben Sie, wer ich bin? Ja. Sie sind hinter Helly her, richtig? Genau wie die Söldner im Reisebüro. Nur, dass Sie cleverer sind, denn Sie wussten, dass ich hierher kommen muss, weil ich einen Reader für die Disk brauche. Helly! Diesen Namen sollten Sie gar nicht kennen. Ich natürlich auch nicht, aber was soll ich sagen? Ich nehme meine Arbeit eben sehr ernst. Wer ist sie? Sie? Ja, irgendwie stimmt das wohl. Moderne Zeiten. Unsere Söhne heiraten die Mädchen ihrer Träume. Wovon reden Sie da? Vergessen Sie es. Ich mache hier nur meinen Job. Disk beschaffen, alle töten, die Kontakt damit hatten. Mega nass auf mich. Bin voll der Widow. Peg! Na komm. Ich könnte mich jetzt einfach umhauen. Lol, was ist jetzt passiert? Okay, wir sind noch da. Entschuldigung. Einmal maximieren. Alles cool. So, und ausnahmsweise, wie gesagt, weil ich es bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Möglichkeit gibt, das Ganze todesfrei zu machen. Also, ne? Wie hieß das? Also, kampflos. So. Deswegen gönne ich mir das Ganze jetzt nochmal. Willkommen bei Future Last. Wie kann ich Ihnen helfen? Genau, Future Past heißt das Ganze. Willkommen bei Future Last. Oldies sind Goldies. Ich suche ein Gerät, das mache ich, wie gesagt, nur bei mir. Lesen kann. Einfach weil ich... Wow. Sowas habe ich zuletzt beim Ausrollen von Omas Abfahrt. Ich kann mal ganz kurz erzählen, dass die Pfeifen habe ich, glaube ich, 200 Mal gemacht. Revival. Stimmt's? Die werden seit 40 Jahren nicht mehr hergestellt. Was Sie nicht sagen. Wo haben Sie sie denn her? Wenn die Frage erlaubt ist. Und ich möchte... ich möchte auf jeden Fall das kampflos schaffen, weil ich weiß ja, weil ich gesprochen habe, ich weiß, dass wir noch lange nicht alles gehört haben. Omas Apartment, wie Sie sagten. Wissen Sie, ich wünschte, wir hätten mehr Ware dieser Art. Sagen Sie das nicht meinem Chef, aber ein Großteil hier ist Müll. Gut zu wissen. Jedenfalls brauche ich ein Gerät, um Sie zu lesen. Ja. Hören Sie, wie ich schon dem anderen sagte, Datenreader sind heutzutage echte Sammlerstücke. Super selten. Und nur hier gibt es sie zu kaufen. Deshalb muss ich Sie warnen. Es könnte teuer werden. Aber keine Sorge. Sie werden Future Last nicht unzufrieden verlassen. Na, diesmal... Wie viel wird mich das kosten? Ihr Konto werden wir nicht überziehen. Außerdem müssen wir das Ding erst finden. Die besten Stücke sind meistens irgendwo vergraben. Vorschlag, ich suche hier oben und Sie sehen sich unten im Keller mit den Sonderangeboten um. Wenn Sie den Reader vor mir finden, kriegen Sie 20% Rabatt. Na, wie klingt das? Da geht doch sicher noch mehr. Der Kunde hat immer recht. Okay, wenn Sie selbst finden, was Sie suchen, kriegen Sie 50%. Also gut, ich sehe es mir an. Boah. Alles, was Sie brauchen, ist im Keller mit den Sonderangeboten. Nur zu. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin nett, oder?
unfassbar, dass Sie darauf reingefallen sind. Mussten Sie ihn töten? Wen? Mindestlohn? Glauben Sie wirklich, ich töte einen armen Sklaven in dieser Scheißmine? Ich bin ein Profi, kein Monster. Sie muss ich allerdings töten. Er wird nur einen Kater haben. Wer sind Sie? Raten Sie. Ich hab die Spielchen satt. Ich nicht? Sie sterben sowieso. Also los, raten Sie. Okay. Jetzt macht das mit Mindestlohn auch Sinn. Der Typ heißt nämlich Mindestlohn, weil das einfach No-Name ist. Ich habe tatsächlich, das kann ich ja jetzt mal ganz kurz erzählen, während der Aufnahmen hieß ein Typ laut Gesprächsprotokollen immer im englischen Original Min-Wage, ja. Und ich dachte natürlich, weil die Namen groß geschrieben sind, dass wir von irgendeinem entweder A, lustigen Asiaten sprechen, der quasi mit so einem Wortwitz daherkommt. Auf jeden Fall dachte ich halt, als dann im Deutschen hieß, ich soll ihn nicht Min-Wage nennen, sondern Mindestlohn, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja wieso denn? Aber jetzt macht das Sinn, weil es einfach um 0815 Typ geht, der halt Mindestlohn verdient. Das war schon interessant. Okay. Ich mach das. Das Bürogebäude, in dem ich die Disk gefunden habe. Dort war ein Team von Söldnern, geschickt von Pikes. Sie suchen dasselbe. Waren das Freunde von Ihnen? Gehören Sie dazu? Keine Freunde. Kollegen. Zweite Garde. Haben Sie sie getötet? Wissen Sie deshalb, wer uns angeheuert hat? Oder hat es Ihnen gesagt? Worum geht es hier? Was will Pikes vertuschen? Nicht vertuschen, sondern beschaffen, aber widmen wir uns der Gegenwart. Kennen Sie sich mit EMP-Minen aus? Sie waren fleißig. Nur eine kleine Versicherung gegen Ihre Hardware. Wozu fair sein, wenn Sie es nicht sind? Bei voller geiler Wichse. Fair sein? In bestimmten zivilisierten Kreisen gelte ich als Branchenbester. Es ist mühsam, sich respektable Fähigkeiten anzueignen. Und dann kommen Typen wie Sie, laden sich einen Tech-Bomb aus dem Darknet runter und glauben, sie wären so gut wie wir. Leute, ich habe mich geantwortet. Wie auch immer. Genug ist genug. Ich habe keine Zeit. War nett, Sie kennenzulernen. Boom. Verdammte Scheiße. Ich verstehe es nicht. Wie kann das sein? Okay. Bin ganz ehrlich. Na, ist ja gut. Das. Ich mache es mir nur eben. Ist hier das Ende der Folge. Weil. Und zwar nur, weil es um mich geht. Das will ich gucken, ob ich das noch anders lösen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis Samstag, wenn es weitergeht mit Doppelmir.